Ja. Das sagen wir mal halt, die noch nie in Aachen waren. Aber ist okay. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich schon dreimal in Münster war. Zweimal war es ein Slam und einmal habe ich mich bei der Polizei beworfen. Einmal habe ich bei der Polizei beworfen. Das war vor 12 Jahren. Und da sollte ich bei dem Einstellungstest mich komplett nackt ausziehen und eine 90-Grad-Drehung um mich selber machen. Und niemand, der völlig nackt vor zwei 30-jährigen Frauen steht, weiß in diesem Moment, wie viel 90 Grad sind. Da habe ich mich einmal um mich selbst gedreht, das war falsch. Da habe ich mich einmal die Hälfte gedreht, das war auch nicht richtig, da waren die Frauen langsam nervös. Ich war sowieso schon. Dann hieß es, eine Vierteldrehung bitte. Und da am Ende hieß es, wir können sie nicht annehmen, weil sie zu wenig Konditionen haben. Ich weiß nicht, woran das lag. Das war in den 90ern. Genau davon handelt dieser Text. Und den Titel ist mir ganz alleine eingefallen. How I Nearly Met Your Mother. Kinder, im Jahre 1990 besuchte ich die 2. Klasse meiner Grundschule und sah die Welt noch mit anderen Augen als heute. Nämlich durch eine dicke Brille, 5,5 Dioptrie, temporär auch einseitig mit Pflaster abgeklebt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich nur halb so viel Leid sehen musste. Nach den damaligen großen Ferien gab es unter uns Jungs viel zu berichten. Deutschland hatte durch einen völlig berechtigten Elfmeter das erfolgreiche Fußballspielen entdeckt. Mein bester Freund Jonas eine Kiste mit Videofilmen unter dem Bett seines großen Bruders. So jagten wir bis Sonnenuntergang verschmutzt einem kaputten Lederball nach und lachten uns kaputt bei verschmutzten Filmen. Die Liebe zu beidem sollte nie wieder von uns gehen. Während sich damals ganze Staaten vereinten, machten wir uns noch keine Gedanken um Kopulation. Mädchen waren halt einfach da, damit Textilunterricht eine Berechtigung erhielt. Und das Spielgerät beim Völkerball ein Ziel. Doch im Laufe der 90er entwickelten sie sich äußerlich weiter und Gummitwist machte von nun an auch in unseren Augen Sinn. In der 5. Klasse saß ich schräg hinter Vera. Im Erdkundeunterricht verlor ich mich in den Karos ihres Flanellhemdes. Sie war anders als die meisten. Durch einen Artikel in der Bravo hatte ich ihre Verkleidung als Grunge ausgemacht. Ja, im Englischunterricht war ich noch unaufmerksamer. Grunge war neu und plötzlich da. Die Rede war meist von einem Kurt. Vera steckte sich in der Pause die Stöpsel ihres bauklotzartigen Walkman in den Kopf. Kurt sich schon bald eine Flinte. An Veras Gemütszustand konnte ich kaum eine Veränderung ausmachen. Allerdings schlug sie bei der Diskussion um das Klassenfazit Seattle vor. Wir fuhren an die Nordsee. Dort saß ich in der Dämmerung allein am Strand, dachte an Vera und rief synchron mit dem Radio voller Wut What is love? In die tosende See. Zurückblickend wohl der Moment meiner Mannwerdung. Im Jahr darauf verlor ich Vera an eine amerikanisch-irische Drückerkolonne, die ihre Produkte ohne Mitleid von einem Hausboot in Köln über Deutschland verteilte. Fremdschämen war gerade erst von Hans Meiser erfunden worden und war noch nicht ausgereift. Und so kritzelte Vera in goldener Edding-Schrift Sometimes I wish I were an angel auf ihren For You-Tourliste. Verbittert lief ich heim und hörte zornig ausschließlich die harten Nummern meiner Lieblingsband aus Leipzig, um nach diesen 2 Liedern doch wieder bei ihrem Hit zu landen. Küssen verboten. Wie bezeichnend. Wer in der folgenden Zeit mit neongelben Klamotten ins Ruhrgebiet fuhr, hatte sich entweder für die Mayday herausgeputzt oder war Fußballfan. Glücklich, mich zu den Letzteren zählen zu dürfen, lenkte ich mich erfolgreich von meinen Misserfolgen in Sachen Liebe ab. Vera war mittlerweile ohnehin unerreichbar geworden. Mit ihren Buffalo-Schuhen war sie mindestens einen Kopf größer als ich. Und die Zeit wollte es so, dass sie jetzt ein Girlie war und sich mit Vanilleparfüm besprühte. If you wanna be my lover, aber ja doch. Und so verkroch ich mich daheim, bestimmt anhand eines Katalogs den Gegenwert meiner Überraschungseifiguren Happy Hippos im Büro und träumte von einer finanziell unabhängigen Zukunft. Auf einer Diddle-Postkarte schrieb ich verzweifelt all das nieder, was ich für Vera empfand und steckte sie tags darauf in ihr Biologiebuch. Danke, rief sie da montags mit leuchtenden Augen.
Das Motiv hätte ihr gerade noch gefehlt in ihrer Postkartensammlung. Sie hätte sie direkt in ihr Album geklebt. Sie hatte es zu weit getrieben und so tat ihr das Grausigste an, was man in diesem Jahrzehnt einem 14-jährigen Mädchen antun konnte. In ihrem Briefkasten daheim wartete ein Umschlag mit folgendem Inhalt auf sie. Wir, die gnadenlosen Entführer ihres geliebten Haustieres, schrecken nicht davor zurück, den kleinen Vieh den Saft abzudrehen. Als Warnung legte ich noch eine Knopfbatterie dazu. Sollte sie doch sehen, wie sie ihr Tamagotchi zurückerlangte. Kinder, als sie auch dies ignorierte, schrieb ich ihr ein Gedicht. Lass mich nicht dein One-Hit-Wonder sein, dein 74, 75, ein Charts-Erfolg im Sommermonat, dein Bob, What's up, it's my life, deine belanglose Wahl auf der Kiosk-Eichstafel für 30 Pfennig war man dabei, ganz oben thronten gigantische Hörnchen, doch ich bin ganz unten der Wassereisbrei. Denk ich an die 90er, in der Nacht fühl ich mich um meine Kindheit gebracht. Angst vorm Zahnarzt, feste Spangen, Titanic, Jurassic Park, Kinoschlangen, Pushbob, Lolli, Dawson's Creek, Power Rangers, Eurosieg, Ricky, Jesse Lee. Wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß nie machen, nie! Freiberg-Melange aus Pommes und Rasen, Sonnencreme, Barfuß in Scherbengrasen, Super-Soaker, Nachfülltank, Turtles-Schuhe im Umkleideschrank, Super Mario Land 1, sonst nix. Played it till my fingers bled, back in the summer of 96. Mit diesem Trick in der Ägyptenwelt gleich zu Beginn, wo man in die Luft hüpft, den halben Level überspringen, ganz viele Münzen einsammeln kann. Ich bin ein Internet-Modem-Einwahlrauschen. Lästig, aber willst du noch einmal lauschen? Deine Missachtung ist wie Max Frisch, Roy Black, Willy Brandt, Audrey Hepburn, Meister Ada, River, Phoenix, Charles Bukowski, Heinz Rühmann, Helmut Schön, Rio Reiser, Stanley Buda, Diana Falco, Frank Sinatra, Niklas Luhmann, Stanley Kubrick, Scatman John. Niemals, niemals wiedersehen. Denn wir sind zu verschieden. I drink a whiskey drink, you drink a vodka drink, I drink a lager drink, you drink a cider drink. I'm blue double D, you're blue double die, I wonder how, and you wonder why. Kinder, in den 90ern kam auch der Poetry Slam nach Deutschland und die Regel, dass Texte nicht länger als 5 Minuten dauern dürfen. Wenn ihr also noch mehr hören wollt, dann müsst ihr jetzt alle ganz laut sprechen.